Hallo zusammen, heute zeigen wir euch mal ein ganz, ganz kurzes Video zum Thema figürliches Zeichnen. Und zwar, wir haben jetzt diese Aktskizze genommen, ein Mann, der sitzend dargestellt wird von Seite und frontal. Und ja, wenn euch mehr davon, wenn es dafür interessiert, schaut mal gerne auf unseren Instagram-Kanal. Da haben wir immer wieder Tipps zum figürlichen Zeichnen und auch weitere interessante, schöne Sachen. Aber hier geht's auch schon los. Wir, wie gesagt, ganz kurzes Video. Wir skizzieren ganz grob die Figur auf. Einfach so jetzt von der Sitzposition. Immer wieder drauf schauen, dass die Proportionen stimmig sind, dass die Figur auch sitzend dargestellt wirkt und nicht so halb stehend. Also hier müsste man gucken, welches Bein, also das ist jetzt so, als wenn man jetzt kurz aufsteht, das heißt auch die Fußstellung muss dementsprechend angepasst sein. Wade auch nochmal ein bisschen aufskizziert und so, man, so ist denn die Haltung eigentlich klar, dass das linke Bein und der linke Fuß so leicht mit den Zehen auftritt. Und das Ganze nochmal hier, wie würden wir das von der Seite sehen? Der Rücken, so ein bisschen auf die Wirbelsäule mit aufskizziert. Unten in die Taille zusammenlaufend. Der Arm dann locker und das Ganze würde von hinten eben so aussehen. Es ist gar nicht so komplex und schwierig, wenn man das, wenn man die Grundlagen kennt. Da haben wir immer wieder für euch interessante Tipps, schaut auf unserem Kanal akademiehoop.de für die Kurse oder auch gerne, wenn ihr mögt, unter onlinekurse.akademiehoop.de. Da gibt es viele weitere Tipps dazu. Und die Umsetzung hierfür haben wir einfach nur mit einem Tusche- und Pinselstift gemacht. Das heißt, wir machen gar keine großen Schattierungen, Licht und andere Reflexe, sondern skizzieren das so auf. Machen hier noch die bei den Füßen das Ganze nochmal mit dem Tuschepinsel und das Schöne an diesem Tuschepinsel ist, der ist wirklich, hat einen kräftigen Strich und einen leichten Strich, je nachdem wie ihr das aufdrückt. Den kann man auch nachfüllen und das mögen wir nicht sehr, weil vorher kann man sich natürlich vorstellen, man kann das auch mit so einer sehr schönen Feder machen, aber dann ist natürlich ein bisschen mehr Arbeit mit dem Tintenfässchen. Und dafür sind diese Pinsel eigentlich sehr, sehr gut geeignet. So, jetzt auch zu der rechten Pose auch nochmal ganz schnell skizziert. Hier in der Rücken etwa und auch die Muskulatur im Rücken, die wird leicht angedeutet. Da gibt es sehr viele verschiedene Körpertypen, athletischen im Typ, den normalen und das ist eben etwas, was sehr, sehr, sehr unterscheidet, indem wenn man auch zum Beispiel Aktzeichnen macht. Aber wie gesagt, einfach auf unseren Seiten schauen, akademiehoop.de, da haben wir ganz, ganz viele Tipps oder eben ihr kommt dann natürlich zu uns im Kurs, lernt das und dann freuen wir uns, wenn wir euch das mal alles zeigen können. So und hier nochmal so die letzten Striche im Hintergrund. Das Bein, diesmal ein bisschen anders den Fuß dargestellt und schnell wird die Skizze gemacht. Ja, so sieht es denn aus. Wie gesagt, alles weitere auf unseren Seiten oder vielleicht auch bei uns im Kurs. Schaut vorbei, wir freuen uns. Alles Liebe, bis dahin, euer Akademie-Routine.